TV überregional für Sie unterwegs. Sehr verehrte Damen und Herren, bei TV überregional. Nicht gesungen? So, Metropoljournal ist auch hier. Metropoljournal TV. Und hier sind wir jetzt bei unserer wichtigsten Dame, das ist die Pressesprecherin hier vom Tom Tatze Tierheim. Herzlich willkommen, wie geht es Ihnen heute hier? Mir geht es gut. Wir sind hier ganz begeistert wieder von unserem Fest. Es ist wunderschön, wie viele Leute wiedergekommen sind. Da sind wir immer sehr beeindruckt von. Was findet heute Schönes hier statt? Wir haben heute einen kulinarischen Bücherflohmarkt. Das ist ein zweites Fest in diesem Jahr. Insgesamt gibt es bei uns 3 Feste. Und bei dem kulinarischen Bücherflohmarkt, da kann man bei uns Bücher aus dem Flohmarkt kaufen. Sie können bei uns essen. Wir haben Grillspezialitäten da von Your Smile Catering, unsere Flammkuchen. Und hier bei uns können Sie auch noch das Tierheim eigene Buch kaufen. Ich zeige es einmal. Das ist ein Buch aus 50 Jahren Tierschutzarbeit, das wir selber geschrieben haben. Es ist nicht ein Autor, nein, jede Geschichte ist von anderen Autoren von uns geschrieben worden. Das Schöne ist, das Buch ist völlig ehrenamtlich entstanden und damit ist der Kauf dieses Buches auch definitiv kommt ins Tierheim. Und das Ganze bei unserem Fest wird untermalt von Jürgen Köhler und Marlies Wiedemann. Sie kommen schon seit vielen Jahren zu uns und unterhalten unsere Gäste mit einem Wahnsinnsrepertoire heute. Jawohl, erzähl doch mal mit mir. Jawohl, erzähl doch mal mit mir. Komm mal hier. Auf. Komm her. Diese Berichterstattung wird Ihnen präsentiert durch... Mein Name ist Ulrike Aul. Ich bin die Geschäftsführerin hier im Autohaus Wagner. Ich bin die Tochter vom Senior Wagner. Außerdem bin ich besonders stolz, jetzt gerade ins Unternehmen eingetreten zu sein, weil wir haben eine Produktpalette, die gab es noch nie bei Ford. Wir haben vom Kleinwagen bis zum Transporter im Moment alles in der Produktlinie. Wir haben wirklich für jede Kundenklientel, für jedes Bedürfnis, was man mit einem Auto abdecken kann, was dabei. Wir haben eine tolle Sportserie mit der S-Serie gerade am Laufen. Wir haben die SUV-Familie, die eben vom kleinen SUV bis zum Edge jetzt alle Fahrzeuge hat, wo man eben wunderbar ein- und aussteigen kann. Herzlich willkommen bei uns Istanbul Grillhaus. Liebe Gäste, hereinspaziert. Mit allem und scharf. Genau, wir machen jede 3 Stunden einmal frisches Brot.
wie Sie sehen. Und unser Fleisch ist auch jeden Morgen frisch drauf. Kunde ist für uns der König. Einmal essen, dann wissen Sie, wie es schmeckt. Hallo, fährst du noch oder driftest du schon? Schau mal unter www.adac-drift-cup.de. Jetzt haben wir jemanden vor uns stehen von der Band. Stellen Sie sich mal bitte den Zuschauern vor. Ja, ich bin von den Scones, der Little Kurpfalz Coverband. Wir treten nachher auch noch auf. Und ja, wir freuen uns schon die ganze Zeit darauf, hier im Tom-Tatze Tierheim spielen zu können. Sie sind öfters hier, wenn Veranstaltungen sind? Ja, wir sind eigentlich immer hier, weil es ist uns eine Herzensangelegenheit, wenn man sieht, mit wie viel Enthusiasmus die Leute hier das Tierheim betreiben, dann das sage mir immer, dann wollen wir einfach auch unseren Beitrag dazu leisten und ein bisschen Musik machen. Sie als Band sind natürlich auch zu buchen. Wie ist Ihre Webseite? Die Webseite heißt www.the-scones.de, also Scones, nicht Stones, nicht zu verwechseln. Ja, ansonsten spielen wir überall, wo man uns hören will. Wir spielen Hits der letzten 40, 50 Jahre, aber so, dass man es auch bei uns versteht. Der Text ist dann so, ja, wie wir es bei uns da haben, spitzen. Herrlich, vielen herzlichen Dank, danke. Und beste ist, ihr horcht euch nachher einfach an. Ja. I watch the sun go down like every one of us. I'm hoping that the dawn will bring a sight. Hier gibt's leckeres Essen. Ist das ein kompletter Catering-Service? Das sieht so aus wie im Hotel hier. Also kompletter Catering-Service ist es nicht. Hier vorne sehen Sie die Flammkuchen, die werden von uns selbst hausgemacht. Alles Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer, die sie mit Liebe zubereiten. Und mit genauso viel Liebe zubereitet wird hier hinten von Your Smile Catering Grillspezialitäten. Eine ganz tolle Sache und die machen es mit genauso viel Herzblut wie wir unsere Arbeit. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. Your Smile Catering Service. Stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Also wir sind Your Smile Catering aus Wissloch in der Lempenseite 58. Wir sind ein junges Team. Wir kochen modern, aber doch mit Herzensblut und nach Omas Rezepten. Ja. Hier ist unser Team. Ja, eigentlich wie jedes Jahr seid ihr hier, genau. Und kocht mit Herzblut, bekocht ihr unsere Gäste. Ja. Und noch schöner ist, alles, was wir hier mit euch einnehmen, fließt dem Tierheim zugute. Also mehr kann man von Tierschutzseite aus nicht wollen. Genau. Und ihr seid gekleidet wie in einem Vier-Sterne-Hotel, die Köche. Ich finde es sagenhaft. Sie kochen auch wie ein Vier-Sterne-Hotel, wenn ich das mal einführen darf. Ja. Und was ist heute auf der Speisekarte? Also heute gibt es hausgemachte Maultaschen, also die sind handgeformt, ja, von uns. Dann gibt es noch ein Gemüsepäckchen mit Kartoffelküchlein, sind so Kartoffelpuffer, sind auch selber gemacht. Tomatensauce gibt es dazu und gegrillte Champignons. Also unsere Website ist www.yoursmile-catering.de oder einfach anrufen, meine Telefonnummer ist am besten Mobilfunk 015 234 147 965. Also ich heiße Nastja Glatt, einfach ansprechen, ja.
Also wir kochen für Hochzeiten, wir kochen ab 10 Leute bis maximal 600. Es ist alles möglich, wir haben sehr viele Helfer, die uns gerne helfen. Alles junge Leute, alle mit sehr viel Engagement. Let's waste time chasing cars around our head. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Chasing cars. Rolle? Kann ich? Zu müde zur Rolle. Fein. Und wenn jetzt geeignete Leute für diesen Hund hier vorbeikommen, die können den dann kaufen? Also sie sollen erstmal ein paar Mal kommen, man lernt sich kennen. Und unterm Strich, wenn nichts dagegen einzuwenden ist, wenn die Voraussetzungen alle stimmen und der zukünftige Besitzer sich auch sicher ist, dass er diesen Hund haben will, dann kann er natürlich nach Hause vermittelt werden in ein neues Zuhause. Das ist das Ziel von unserem Tierschutz. Wir gehen jetzt hier in die Abteilung für Hunde? Jawohl, das ist unser Gang von den Hunden. Teils im Freilauf, teils in ihrem Zuhause, in ihrem Vorübergehenden. Und ja, jeder begrüßt anders. Also wenn wir jetzt da reingehen und filmen, besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht einen Hund filmen, der nur hier kurzfristig ist, weil die Leute im Urlaub sind, richtig? Genau, es sind Pensionstiere da, Tiere zur Vermittlung. Und was aber auf jeden Fall für eine Möglichkeit besteht, wenn wir da durchgehen, dass sie sich definitiv in unsere Tiere verlieben. Ja, jetzt bitte. Dann machen wir einen Transport. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, so, jetzt haben Sie hier eine Katze. Ich habe schon gefragt, haben Sie jetzt die erworben oder ist das Ihre? Also es ist unsere Katze. Wir hatten den zur Kurzzeitpflege hier, wo wir jetzt im Urlaub waren. Hat einwandfrei funktioniert, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einwandfrei gewesen. Und es ist halt auch schön, dass es halt hier in der Nähe ist. Also das ist, es gibt zwar noch Pensionen hier, aber die sind halt meistens etwas weiter weg. Und hier in der Nähe von Wiesloch ist es halt schön, dass, vor allem, dass es relativ nah ist, dass sie nicht so weit wegfahren müssen, um diese Katzen, um den Kleinen hier abzugeben. Und das ist eigentlich wunderbar hier. Also auch so von der Betreuung her. Ja, also auch, wir hatten auch in dem Sinne, wenn jetzt irgendwas sein sollte, jemand hinterlegt, aber da schien jetzt auch nichts vorzufallen. Die waren jetzt auch hier zu Besuch, ihnen zweimal, und da war auch ganz wunderbar, dass er in dem Sinne ruhig war, sich nicht irgendwie aufgeregt hat, weil es ist ja auch immer Stress für die Tiere. Und von dem her hat das schon gepasst. Vielen herzlichen Dank. Danke. Überall sind ganz viele Bücher, wo ich gefilmt habe. Was hat es auf sich? Ja, es ist der kulinarische Bücherflohmarkt bei uns, und hier, wo wir stehen, ist die Wand von unserer Tierschutzjugend, und entsprechend dabei haben wir auch aufgebaut die Tierbücher, die man hier kaufen kann. You and I'm living in a dreams of fantasy. Oh yeah, 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 yeah. Yeah.
I watch the sun go down like every one of us. Wenn jetzt jemand kommt und hat Interesse an diesen süßen Osterhasen, was für Voraussetzungen müssten gegeben sein? Also wir vermitteln nicht in Käfighaltung. Das ist nicht mehr up to date. Das heißt, wir erwarten schon eine gewisse Freilauf, ein bisschen mit Garten. Deswegen haben wir diesen Kaninchengarten hier, dass man sich einfach anschauen kann, wie es aussieht. Wir möchten eine Vorbildfunktion sein. Es muss nicht immer so geräumig sein. Man kann den Kaninchen durchaus auch in kleineren Varianten so ein schönes Zuhause bieten. Aber im Grunde genommen haben die Kaninchen hier etwas zum Verstecken, zum Buddeln, zum Knabbern. Alles, was sie hier sehen an Pflanzen, können die Kaninchen auch tatsächlich futtern. Und das machen sie mit Vorliebe, wenn ich es mal eben zeigen darf. Da, der Baum ist nicht mehr ganz Baum. Die Rinde fehlt schon. Da waren die Kaninchen schneller wie wir. Okay, also das ist ein Beispiel hier, wie es aussehen sollte. Müsste man dann auch so etwas bauen wie dieser Tunnel oder Brücke, ein Kaninchengehege, Kaninchengarten? Da kann man auch Gemüse anpflanzen, wie Karotten und so weiter. Ja, unbedingt. Sowas nehmen die Kaninchen sehr gerne. Sie brauchen das. Wenn jetzt jemand einen schönen Garten hat und hat die Idee, ich setze mir jetzt da 20 Kaninchen rein, dann... Wollt ihr hier die Beratung? 20 Kaninchen klingt jetzt für uns zunächst mal bedenklich. Also insofern bitte erst herkommen und sich beraten lassen. Okay. Gut, alles klar, vielen herzlichen Dank. Was? Der hat auf jeden Fall keine Karotten mehr, ne? Ja, brauche ich mal 200 Karotten dann bei 20 Kaninchen oder wie? Ja, dann gibt es ja noch, wenn sie gepresst werden, den Möhrensaft, ja, weil die Hasen können ja nicht Möhren sagen, sie sagen doch immer Möhrensaft. Danke. Und Ihr Statement? Also mir gefällt es auch sehr gut. Ich finde, ich hatte den Bücherflohmarkt sehr schön. Da haben wir jetzt schon viele Bücher gekauft. Und früher waren wir auch hier, mit dem Hund spazieren zu gehen. Das war auch schön. Und ich finde es allgemein hier auch sehr schön. Danke. Und Sie? Also ich finde es hier auch sehr schön und ich finde es auch gut, dass hier dann auch so Geld jetzt gesammelt wird für die Tiere und vielleicht wird ja auch der ein oder andere Hund oder Katze hier auch dann adoptiert von den Leuten, die herkommen, weil das Tier denen gefällt. Werden die dann auch mitgenommen von den Leuten. Dass Aufmerksamkeit geweckt wird und dass auch mal wieder neues Zuhause gefunden wird. Ja, genau. Danke. Und Sie? Also ich finde es toll, was das Tierheim hier geschaffen hat und ich bin auch Mitglied. Und Tierpate und ich unterstütze es unheimlich gern, weil ich sehe, dass sehr viel gemacht wird für die Tiere und wir leider selber keins haben. Und dann finde ich es toll, dass ich mich so ein bisschen einbringen kann. Und ich finde es tolle Sache hier, was hier so gemacht wird und es der Öffentlichkeit ein bisschen zu zeigen, wie toll sich das Tierheim hier engagiert und finde ich einfach klasse. Vielen herzlichen Dank in die Runde für die Interviews. Danke. Ja, liebe Besucher, liebe Gäste, ich freue mich, Sie hier so zahlreich inzwischen bei schönem Sonnenschein begrüßen zu dürfen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es freut uns immer wieder, dass so viele Leute hier zu unserem Bücherflohmarkt kommen. Und es freut uns auch, dass wir inzwischen nicht nur Ihnen Bücher zum Verkauf anbieten, sondern dass wir auch aus unserem eigenen Tierheimbuch vorlesen können. Vor 4 Jahren haben wir angefangen, den Plan, das, was wir hier im Tierheim erleben, in Geschichten zu fassen, umgesetzt. Wir konnten damit einen Einblick geben in unsere Arbeit, die mal traurig, mal lustig, mal ganz kurios, aber dank der Tiere doch immer wieder wunderschön ist. Inzwischen ist es soweit, dass wir um die 400 Bücher verkauft haben. Unser Buch kommt immer besser an. Im Moment sind wir gerade auf einer Lesereihe,
Wir gehen durch die uns angeschlossenen Städte und Gemeinden und lesen aus unserem Tierheimbuch vor. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind so positiv, dass wir inzwischen angefangen haben, an einem zweiten Buch zu arbeiten. Also wir hoffen trotzdem, dass wir Ihnen jetzt ein paar vergnügliche, nette Minuten bereiten können. Und ich übergebe gleich an Birgit Schneidewind, die Ihnen zunächst Bonnies Geschichte vorlesen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Auch von mir ein herzliches Hallo. Meine erste Geschichte ist definitiv eine Herzensangelegenheit, weil es um einen Hund geht, mit dem ich lange, lange gegangen bin und der zum Schluss in ein super Zuhause gekommen ist. Bonnie. Als Gassigeher im Tierheim ist man sich über eines im Klaren. Irgendwann kommt der Abschied. Das war auch mir immer klar. Doch je länger man sich um ein Tier kümmert, desto mehr Gefühle sind im Spiel. Ich ging schon über viele Jahre ganz regelmäßig Gassi und mein derzeitiger Hund hatte Interessenten. Für mich hieß das, ein neuer Hund wird nun mein Begleiter. Ich war mir noch nicht sicher, welchen Hund ich nun öfter ausführen würde. Aber mir fiel Bonnie ins Auge, ein Riesenschnauzermischling. Er war noch nicht lange im Tierheim, doch jedem, der er an seinen Zwinger kam, zeigte er die Zähne, auch mir. Daher war der Riese auch noch nicht so weit, mit anderen Leuten Gassi zu gehen. Ich fragte im Tierheim genauer nach und hörte, dass Katharina die einzige war, zu der er etwas Vertrauen gefasst hatte. Sie ist vollkommen unproblematisch mit Mensch und Tier. So gingen Bonnie und ich nun regelmäßig Gassi und von Mal zu Mal zog mich Bonnie mit seinem tollen Charakter in seinen Bann. Beeindruckte Hildegard sehr. Sie versprach, mit ihrer Tochter noch einmal zu kommen. Das tat sie auch und Sonntagmorgen, ich war zwar äußerst zufrieden, aber echt kaputt. Wir ließen sich nacheinander Leckerchen geben, schnüffelten an den gleichen Stellen und zeigten nie... Salome wurde mit dem Fläschchen gefüttert, bekam eine ganze Menge Medikamente gegen ihren Schnupfen. Regelmäßige Tierheimbesuche. So, und jetzt noch ein letztes Wort für unsere Zuschauer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie wieder uns gut gesonnen waren und uns zuschauen. Und hoffen, dass wir Lust gemacht haben auf eins unserer nächsten Feste. Und ansonsten kommen Sie einfach vorbei im Tom-Tatze-Tierheim. Wir freuen uns auf Sie. When the sky are gray and all the doors are closing, rather pressure make it hard to breathe. Well, I need a hand to stop the tears from falling. Cause I find him next to me. Next to me. To me, ooh, you will find him next to me. Wenn dir mal das Geld ausgeht und all dein Freund verschwindet, glaub bloß nicht, du kriegst dann was von mir. Such dir lieber gleich ein anderer Bläder. Weil ich steh überall, bloß nicht mehr bei dir. Wenn wir uns streiten, dass alle Tiere... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, Metropoljournalleser, guten Tag. Mein Name ist Lothar Binder. Ab sofort sind wir nicht nur in unserer Printausgabe für Sie erreichbar, sondern auch im TV-Bereich. Wir freuen uns auf Sie. So, liebe Gäste, ich bin der Fredi aus Bayertal. Und vor allen Dingen möchten wir uns auch bedanken beim TV.